18 Uhr. Viva la. Bis gleich. So, sollen wir jetzt die Gäste reinholen? Ja. Das war ein bisschen so unemotional. Ja, wenn Sie Lust haben, können Sie ja reinkommen, stehen auch schon bereit. Also, hier sind wir euch. Cinema Visage. Für ein Publikum, Mensch, ihr geht ja ab. Wie geht's denn euch, Jungs? Alles gut? Super. Uns geht's super. Wieder hier zu sein. Sehr schön, ich freue mich auch immer, wenn ihr da seid. Hattet ihr heute Morgen was im Stiefel? Gar nichts, nein. Nicht? Keiner nein. von euch? Nein. Nein. Ja, ein Unartikelblatt. Wohnt ihr eigentlich noch zusammen in der WG? Ja, na klar. Hättet ihr euch nicht gegenseitig was in die Schuhe packen können? Das sind wir zu können. Ja, eigentlich schon. Sind wir zu faul dazu gewesen wahrscheinlich. Und sonst, freut ihr euch schon auf Weihnachten oder findet ihr Weihnachten total ätzend und am liebsten gar nicht mitmachen? Doch, da gibt's gutes Essen. Bei euch? Kocht ihr dann? Nee, Familie. Miro und Fadi. Miro kann kochen, aber wenn wir kochen, dann ist die ganze WG immer dreckig und das, keiner will aufräumen von uns. Also ich glaube, bei euch würde ich auch nicht unbedingt zum Essen kommen wollen. Oh. Kannst dich ja mal überzeugen, das schmeckt ganz gut. Kannst du mal kochen, das schmeckt eingeladen. Er kann super kochen. Ich weiß. Na gut, vielleicht komme ich ja mal zum Essen bei euch vorbei. Was gibt's denn, wenn gekocht wird? Sucht ihr was aus? So Tiefkühlpizza oder wirklich richtiges Kochen? Da gibt's schon was Besseres. Es gibt Leute, die behaupten, das wäre Kochen. Mm. Also die sagen dann, oh, ich habe lecker gekocht und was gibt's? Tiefkühlpizza. Ich kann kochen. Du kannst Tiefkühlpizza kochen. Sag mal, du heute hier mit den Engelsflügelchen, ist das ein Image-Spanner? Nein, die sind mir einfach so heute Morgen gewachsen. Die waren einfach da. Ja, heute Morgen bist du aufgewacht und dann Heiligenschein und Engelsflügelchen. Da kann man nichts gegen machen. Ja, vor allem du, ne? Naja, auf das Thema wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen, vielleicht später nochmal. Erstmal, habt ihr denn Lotto gespielt? Ja. Ja? Ja. Kira und ich, wir wollten es einfach mal probieren, scherzmäßig. Seid ihr vielleicht einer der Lottogewinner? Die werden ja nicht verraten, da werden ja keine Namen. Das wollen wir noch nicht sagen, das ist uns unangenehm. Was würdet ihr denn machen mit 43 Millionen? Was wäre das Erste, was ihr sofort kaufen würdet? Ein Auto. Ein Auto? Ja. Was für irgendein? Ein Jaguar. Ein Jaguar? Schicken. Einfach irgendeinen schicken Jaguar? Ja, klar. Was würdet ihr kaufen? Ein Haus. Auch ein Haus, mit Wasserrutsche. Mit Wasserrutsche? Ja. Und wo würdet ihr das Haus hinbauen oder wo würdet ihr das kaufen? Ich würde es in Japan aufbauen. In Japan? Ja. Sprichst du Japanisch? Ich kann zwei, drei Wörter. Ja, du würdest zwei, drei total Wörter total untergehen. Da, nicht weiter. Da versteht man ja vor allem nicht mal die Schrift. Also man ist ja völlig aufgeschmissen in Japan. Ja, es gibt drei Schriftsätze in Japan. Du könntest dir aber, wenn du so viel Geld hättest, auch einen Übersetzer mitkaufen. Stimmt. Und würdet ihr dann auch eure WG so ein bisschen weihnachtlich dekorieren, so mit Weihnachtsbaum, so wie bei uns hier zum wir Beispiel? Wir haben schon angefangen. Wir haben so einen tollen weißen Plastikbaum mit schwarzen Kugeln dekoriert. Und jeder von uns hat jetzt einen Adventskalender bekommen. Und also bei mir ist das so, Weihnachten, das wächst immer so ein bisschen. Am Anfang bin ich immer dann gestresst, wenn es schon im September wieder Nikolaus zu kaufen gibt, was total sinnlos ist. Und, aber dann so, es geht langsam auf den Heiligabend zu. Und kurz davor habe ich dann auch richtig Weihnachtsstimmung. Und ich tredder dann auch immer nur Weihnachtslieder. Und wann kommt ihr die Schenke auch so am 24. Vormittag? Ja, ja, schon. Hat noch keiner Geschenke gekauft? Na, doch. Ja? Ja, ich hab schon. Aber das natürlich nicht verraten lassen. Ne? Nein, das ist blöd. Ich habe aber gehört, dass ihr heute auch so kleine Geschenkchen mitgebracht habt. Ihr wollt noch was verteilen? Ja, ja, natürlich. Was denn? Ja, komm. Verstehe ich nicht. Das haben wir schon mal hier gesehen. Oh, Nico Leute! Von Cinema Visage! Ja, die könnt ihr ja jetzt noch so ein bisschen verteilen an unser Publikum. Und wir gucken uns so lange einfach mal euer Erstlingswerk an. Hier ist A Love Song, They Kill Me. Hier hoffentlich noch ein bisschen mit anpacken. Und zwar wollen wir hier Lebkuchenhaus bauen und Plätzchen verzieren. Wir haben nämlich einige hungrige Viva-Mitarbeiter da oben und wir haben gedacht, wenn die Jungs eh mal da sind, können sie gleich mit anpacken. Ne? Gleich wird hier noch ein bisschen Plätzchen verziert, da freut ihr euch bestimmt drauf, oder? Klar. Ja.
Ja. Backt ihr auch zu Hause Plätzchen manchmal? Nicht mehr, nee. Wenn wir Zeit haben, würden wir es bestimmt tun. Wir lassen backen. Verstehe. Jetzt, wo ihr Popstar seid, lasst ihr backen. Also, das dauert noch ein bisschen. Jetzt erstmal ein kleines Spielchen mit euch. Und zwar, worauf könntet ihr am ehesten verzichten? Ein Entweder-Oder-Spielchen. Und zwar, Weihnachten oder Ostern? Ostern. Ja, Ostern. Ja. Weihnachten gibt es mehr Geschenke. Das stimmt. Schokolade oder Bratwurst? Bratwurst. Schokolade. Schnee oder Sonne? Schnee. Beides Sonne. Wer hat jetzt was? Wer könnte Sonne. Am ehesten auf Sonne? Du könntest auf Sonne verzichten. Ja, der kommt dann in seiner Brust, braucht er keine Sonne. Aber Sonne ist doch viel schöner als Schnee. Nein. Findest du nicht? Nee, Sonne nervt. Wieso? Weil man so blöd braun wird? Ja, genau. Wenn man so viel nachbuddeln, weißt du. Ja, das ist natürlich blöd. Musik oder Fernsehen? Fernsehen. Definitiv. Ja, absolut. Kein Leben ohne selbst Musik. Fernsehen wäre ohne Musik langweilig. Das stimmt. Ja. Und was wäre das Leben ohne Musikfernsehen? So, Kaffee oder Cola? Ohne ja. Kaffee. Auf Kaffee könntet ihr verzichten? Nee, ich nicht. Kaffee oder Kuchen? Kaffee oder Cola? Achso, Cola, ja. Kaffee. Und Blondierung oder Kajalstift? Blondierung. Kajalstift. Wie könntest du eher auf den Kajalstift verzichten? Ja, ich glaube, ich. Nicht. Geht ihr eigentlich privat auch mal so völlig ungeschminkt raus? So zum Bäcker oder so? Nein. Zu Hause dann sonntags ist man ja auch nur total abgewrackt, so wenn dann die ganze, da kommt das Make-up dann mal runter und man liegt nur im Bett rum und ist faul und sonst so. Eigentlich gehe ich total ungern raus ohne Make-up. Das ist bei euch dann wahrscheinlich auch wie bei Mädchen, die gucken dann so am Sonntag, wenn sie ungeschminkt sind, in den Spiegel und denken, was ist das denn? Ich freue mich dann immer, oh mein Gott, ich sehe so scheiße aus ohne Make-up. Also ihr braucht das auch, ja, gut natürlich. Zu wissen. Unterhosen oder Strümpfe? Strümpfe. Also, Schlüpper muss sein. Ihr seid ja nicht so Paris Hilton, Christina Aguilera, Britney Spears mäßig drauf. Ja, es bringt ja nichts, wenn man keine Röcke ansieht, man ja. Stimmt, dann ist eigentlich auch egal. Wir haben trotzdem extrem Sockenmangel. Wieso habt ihr Sockenmangel? Verschwinden. Und unsere Gabeln. Krass, ich finde, bei mir verschwinden die Socken auch immer. Also ich wasche irgendwie, pack da, ich weiß nicht, wie viele Socken rein und am Ende kommt immer nur eine von jedem Paar. Ja, stimmt. Ja, wo gehen die alle hin? Waschmaschinenmonster. Ja. Kiro-Klaus. Ist das bei euch auch so? Wascht ihr selbst? Ja. Also ihr bringt es nicht. Ich habe ja mal gehört, dass der Bushido die Wäsche zu Mutti bringt. Das ist ja ein bisschen weit bei uns. Man ist nicht Mund zu weit weg. Ja, aber sonst würdet ihr das auch machen? Nee, ich glaube nicht. Ich finde das auch unangenehm, so löchrige Socken und so abgefragte Unterwäsche. Man weiß nicht, was Mama in den Hosentaschen findet. Ja, also lieber selbst waschen. Kissen oder Bettdecke? Kissen. Bettdecke. Kissen. Oh. Frauen oder Männer? Männer. Ja, das ist die entscheidende Frage. Alien sagt Männer. Sag auf mich. Wäre doch beides langweilig, ich muss doch beides geben. Ja, wenn eins fehlte, übrigens sich das andere sowieso mit der das Zeit. Das stimmt, dann ist irgendwann vorbei. Ja. Also, dann wenn ich auf Männer verzichten müsste, müsste ich auch auf mich verzichten. Ja, eben. Irgendwie. Sex oder Liebe? Sex. Ja, auch ich hab Sex. Also, du kannst eher auf Sex verzichten als auf Liebe? Ja. Tatsächlich? Ja, eigentlich schon. Siehst du, gerade bei dir hätte man jetzt gedacht, ach, was soll's mit der Liebe? Das ist doch eh nur überflüssig. Hauptsache, die geht nach einer Nacht. Eigentlich nicht. Nee? Weihnachten. Was ist denn mit dir los heute hier mit dem Engeltüchchen? Ein ganz anderer Mensch. Wir haben ihm den Kopf gewaschen. Ja, du bist gar nicht du. Ihr habt bestimmt ein Double hier hingesetzt, oder? Gib's doch zu. So, letzte Frage. Freunde oder Familie? Bitte? Freunde oder Familie? Freunde. Ich weiß eigentlich gleich fertig. Familie ist die Freunde ist die Familie. Okay, gut, dann haben wir das jetzt auch schön festgestellt. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Danach lösen wir natürlich auf, was Mädchen checken das ist. Wir öffnen außerdem das Türchen in unserem Adventskalender. Küren ein Gewinner. Es wird gebastelt und gemacht.